Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Das Rätsel des Master Lu. Hier ist wieder euer Cyril und wir sind mittlerweile auf den Osterninseln gelandet und finden hier eine kleine Ausgrabungsstrecke vor. Und wollen mal sehen, was hier so alles am Start ist. Wir haben letztes Mal einige Teile ein bisschen zurückgeschickt zu Feng Li. Und hoffen, dass da ein bisschen Geld gemacht wird, weil mittlerweile gibt es einen Haftbefehl gegen uns. Und da meine ich nicht diesen Assassinen. Beim Arbeiten in dieser Hitze hätte ich mein Hemd auch ausgezogen. Können wir es mitnehmen? Hey! Oh. Oh, ganz schön tief. Entschuldigen Sie? Nicht zu entschuldigen. Gehören Sie zur Dwarf Trees Expedition? Ja, würden Sie mir bitte mein Hemd reichen? Entzückend. Nein. Tut mir schrecklich leid. Moment eben. Geben Sie mir das Hemd. Ist die nackig oder was? Darf ja wohl nicht wahr sein. Toll. Kann ich Ihnen helfen? Ich suche Dr. Twelve Trees. Sie haben Dr. Twelve Trees soeben lüstern angegrinst. Ach wirklich? Ich meine, ich habe nicht anzüglich gegrinst. Ich heiße Robert Ripley und würde gerne mit Ihnen reden. Wir haben ein gemeinsames Interesse. Ich hätte einige Fragen. Ich weiß, wer Sie sind, Mr. Ripley. Ich habe Sie wiedererkannt. Ah. Tja, wenn das Feng Li wüsste. Soweit ich weiß, haben wir nichts gemeinsam. Ich bin Wissenschaftlerin. Sie sind im Shellville. Los, Ripley. Grab sie an. War sonst noch was? Wir interessieren uns beide für Master Lu. Master wie? Spielen Sie nicht mit mir, Doktor. Sie sollen bezüglich dieses Mannes die führende Autorität im Westen sein. Was für ein Interesse könnte ein Mann, der der Welt das Bonbon-gefüllte Stundenglas beschert hat, an antiken Weissagungen haben? Ah, dann waren Sie also schon im Auditorium. Beantworten Sie meine Frage. Vielleicht beantworte ich dann Ihre. Darf ich fragen, warum Sie Master Lu's Tafel in der Halle der Klassiker sehen wollten? Rongo-Rongo-Tafeln. Doppelt gemoppelt hält es, hä? Es sind heilige Holztafeln von dieser Insel. Sie wurden nie entziffert. Ich hatte gehofft, auf Master Lu's Tafel einen Hinweis zu finden. Und? Auf Lu's Tafel befindet sich schon Rongo-Rongo-Schrift, aber mit anderen gemischt. Es ist fast unmöglich, sie zu übersetzen. Die Einwohner haben ihre Tafeln vor Generationen versteckt oder vergraben. Vielleicht neben diesem Altar. Ich frage mich... Mr. Ripley, weichen Sie nicht aus. Ich will einige Antworten von Ihnen. Man hat versucht, Master Lu's Tafel zu stehlen, ist so gut. Man hat versucht, Master Lu's Tafel zu stehlen. Was? Aber warum sollte jemand... Gleich nachdem Sie sie sahen. Ich bin Wissenschaftlerin und kein Dieb. Manche sagen, dass Archäologen ständig die Vergangenheit stehlen. Das britische Museum ist voll antiker Stücke, die aus ihren Städten gerissen wurden. Von Wissenschaftlern. Mr. Ripley, es war nicht nötig, mir um die halbe Welt zu folgen, um meinen Berufsstand zu kritisieren. Ein Brief hätte genügt. Ich brauche Hilfe, aber... Ich weiß nicht, ob ich Ihnen trauen kann. Sie haben recht. Wir haben endlich etwas gemeinsam. Woher weiß ich, dass Sie Master Lu's Geheimnisse nicht für finstere Zwecke missbrauchen wollen? Woher weiß ich, dass Sie es nicht sind? Ich versuchte, Sie in Ägypten zu erreichen. Ich war eine Zeit lang in Theben. Was hinderte Sie? Ich wurde von zwei üblen Verbrechern abgefangen, die mich in der Wüste fast getötet hätten. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich wünschte, ich wäre mir da sicher. Sie müssen sich wohl entscheiden, ob Sie mir vertrauen wollen oder nicht. Ja, sie sieht gut aus. Hören Sie, in Ordnung, ich vertraue Ihnen. Sie haben sich richtig entschieden. Irgendjemand, vielleicht die Japaner, die Nazis oder die Rotchinesen, heutzutage vielleicht sogar die Russen, ist hinter dem Amtssiegel des ersten Kaisers her. Ich beabsichtige jedoch schneller als Sie zu sein. Mr. Ripley, in mehr als 2000 Jahren ist es niemandem gelungen, das Grab zu betreten. Warum sollten Sie etwas erreichen, an dem Generationen vor Ihnen gescheitert sind? Ich weiß nicht, ob ich es kann.
Nur, dass ich es versuchen muss. Ich bin der Einzige, der Master Lus Rätsel stückweise lösen kann. Ich suche hier einen Hinweis auf die Bildschrift der Osterinsel, um sie auf Lus Tafel zu übersetzen. Ich möchte gern mit Ihnen reden. Die Geschichte ist so verrückt, dass ich Ihnen fast glaube. Verrückte Geschichten sind mein Markenzeichen. Können Sie mir helfen? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nördlich von hier ein Schriftfragment gefunden. Aber ob es Ihnen weiterhilft? Ich würde es gerne sehen. Hier entlang. Tja, dann ging ja gut. Jetzt bin ich schon irgendwie herumgeführt. Hier ist ein gutes Beispiel für die Schrift der Osterinsel. Können Sie etwas davon übersetzen? Nein, das kann keiner. Deshalb sah ich mir in China Master Lus Tafel an. Leider ohne großen Erfolg. Die Monolithen sind aus der Nähe noch beeindruckender. Die Statue scheint Dr. 12 Trees anzusehen, kann ich verdammt gut verstehen. Haha! Autsch! Die Pupillen sind aus Obsidian, Mr. Ripley. Schwarzes vulkanisches Glas. Hier wird es mitunter recht heiß. Okay, das heißt, wir brauchen wahrscheinlich irgendwas, um das abzumachen. Das sind Steinzeichen. Alte Steinzeichen? Ja, kannst du die abzeichnen oder so? So, jetzt, was haben wir jetzt gemacht? Kondor. Ah ja. Perun-Osterinseln. Hm. Das mit diesen Zeichen habe ich noch nicht so geblickt. Da haben wir noch was. Ein Dutt. Was ist das? Ein Dutt. Die meisten fertigen Statuen trugen einen. Ach so, das ist auf dem Kopf gewesen, oder wie? Kommt denn sonst noch hier aus? Labern mal. Kennen Sie noch andere Beispiele für diese Schrift? Nur Bruchstücke. Ich hoffe, meine Ausgrabung am Altar ergibt mehr. Ob ich noch mehr davon finde? Ob ich noch mehr davon finde? Mr. Ripley, ich habe als ausgebildete Archäologin schon Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ich stolpere geradezu über Dinge, die andere nicht sehen. Das glaube ich. Es tut mir sehr leid. Bitte lassen Sie mich für den Schaden aufkommen. Wenn Sie mehr Schriftbeispiele fänden, ist das mehr als genug Bezahlung. Da ist jemand, mit dem Sie vielleicht sprechen sollten. Wer? Eine alte Frau, die täglich in einer Bucht nördlich von hier zu den Beobachtern betet. Klingt, als umgäbe eine interessante Geschichte, die alte Frau. Vor langer Zeit gab es zwei Stämme auf der Insel. Die herrschenden Langohren und die Untertanen, die Kurzohren. Die Langohren befahlen den Kurzohren, die berühmten Statuen der Osterinsel zu errichten. Eine beachtliche Leistung. Dann befahlen die Langohren den Kurzohren, alle Steine und Felsen von der Insel zu schaffen und sie ins Meer zu werfen. Warum? Einer Theorie zufolge meinten die Langohren, dass die anderen Steine von der Erhabenheit der großen Statuen ablenkten. Aber die Kurzohren rebellierten und beschlossen, ihre Unterdrücker anzugreifen. Ein riesiger Graben durchzog die Insel und verhinderte einen Landangriff. Er wurde mit Holz gefüllt und konnte jederzeit angezündet werden. Angriffe mussten also von der Seeseite kommen. Die Beobachter waren im Weg. Kommen Sie mit! Es gab zwei Beobachter. Einen Mann, der den Seeweg zur Insel der Langohren im Auge behielt, und einen Wachgott, von dem alle glaubten, er werde jedes daherkommende Kurzohr bestrafen. Kurzohr. Aha, und die Frau isst in der Nacht des Angriffs stießen die Kurzohren die Statue mit dem Gesicht in den Boden, damit sie den Gott ungesehen passieren konnten. Da sitzt sie, angeblich die Nachfahrin des ursprünglichen Wächters. Was ist ihm zugestoßen? Er verschwand. Manche sagen, dass er aus Angst weglief, als die Kurzohren nahten. Aber die alte Frau glaubt nicht, dass ihr Vorfahr ein Feigling war. Sie kommt jeden Tag her und betet zum wachenden Gott. Sie glaubt, dass die Wahrheit ans Licht kommt, wenn er wieder sehen kann. Faszinierend. Ich vermute seit langem, dass sie uns beiden helfen könnte. Vielleicht mit einer Familienüberlieferung. Viel Glück, Mr. Rip. Ich muss wieder zu meiner Ausgrabung. Ciao, ciao. Danke, Doktor. Dann schauen wir uns hier mal um. Hiervon liegt das. Ein Treibholz-Papageientaucher. Sieht cool aus. Erinnert mich an diese ulkigen Vögel, Papageientaucher. Schade, dass ein Stück fehlt. Es würde sich gut im Auditorium machen.
Oh, sieht aus, als könnten wir da dieses Obsidianstück ein... Dingsen? Einsetzen? Ein Loch? Viele Löcher und Spalten in der Lava. Das Loch ist viel größer als die anderen. Der Stumpf ist beinahe versteinert. Aha. Offenbar stand die Statue auf dem Sockel, zum Meer hingewandt. Der Stein scheint unter den Sockel der Statue geklemmt worden zu sein. Und können wir den wegbewegen? Der Stein ist viel zu schwer zum Verrücken. Drücken? Lass dich zusammen, Ripley. Mach dich nicht lächerlich. Darf ich kurz mit Ihnen sprechen? Ich bete, dass ihr Gott wieder sehen möge? Damit der Großvater meines Großvaters in Ehren und nicht verachtet ruhen kann. Sie sprechen ausgezeichnetes Englisch. Missionare haben auch ihre Vorteile. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Als Kind hatte ich eine Vision. Oje. Wie meine Mutter und ihre Mutter vor ihr. Dass einer über das Meer kommen würde. Wie mein Volk vor langer Zeit. Dass einer den beobachtenden Gott wieder sehen lassen würde. In meiner Vision war der, der da kam, viel größer. Als Sie die Vision hatten, waren Sie viel kleiner. Okay, das heißt wohl, wir sollen diesen Gott wieder sehen lassen. Schwer für den wachenden Gott im Hügel begraben, Ausschau zu halten. Lava, der Berg muss vor Urzeiten ein aktiver Vulkan gewesen sein. So, können wir hier eigentlich noch irgendwie rumlaufen oder so? Oh nee. Der Stein, aus dem die Dutzende Statuen gehauen wurden. Eine der berühmten Statuen der Osterinsel. Mag nicht! Das ist schon wieder so ein scheiß Labyrinth! Ah, eine Jakobsmuschel. In den Felsen ist eine Jakobsmuschel gemeißelt. Einfach genug Zeichen. Der Steinbruch liegt voller großer Felsbrocken. Eine der berühmten Statuen der Osterinsel. Ein Flecken Lehmboden. Der Lehm ist steinhart. Oh, da, ein Seepferd. In den Felsen ist ein Seepferdchen gemeißelt. Statuen hier. Da scheint noch was drauf zu sein. Ich gerade gesehen. Ja. Wo ist jetzt die Statue hin? Ist jetzt rechts oder links? Ah ja, hier. Was ist das? Ein Haifischzahn. Ah ja, das kann man in ja den Felsen auch sagen. Ist ein Haifischzahn gemeißelt. Mm-hmm.
ist nichts. Verdammte Scheiße, wo sind wir denn hier? Aha. Ah. In den Felsen ist ein Seestern gemeißelt. Wie sieht das denn hier jetzt überhaupt aus? Okay, was immer wir da jetzt eingezeichnet haben. Okay, hier sind wir wieder raus. Warte mal. Hier gibt es nichts Interessantes zu zeichnen. Das habe ich schon. Ich brauche es nicht. Hier gibt es nichts Interessantes zu zeichnen. Ich glaube, man kann so Dinge auch generell zeichnen. Die Osterinsel wird sich als Zeichnung gut machen. Das ist doch so ein bisschen, ist mir dann doch noch was hängen geblieben. So, die Musik nervt. Dann gehen wir zurück zu der Frau. Hat jetzt das Hemd da, das könnte man nämlich immer noch gebrauchen. Da hängt doch noch Fetzen. Ein Ihr Hemd zu zerreißen war wohl nicht gerade die optimale Einführung. Perfekt, jetzt können wir ja wahrscheinlich den Obsidianstein... Ach, im Zettel. Mr. Ripley, besorge Vorräte aus der Siedlung. Bin bald wieder da. 12 Trees. Eine Karte kann es sein. Nein, wir wollen die Hüte nicht nehmen, wir wollen den Zettel Mach dich nehmen. Nicht. Mr. Ripley, den Zettel besorge nehmen. Vorräte aus der Siedlung. Bin bald wieder da. 12 Trees. Offenbar hat Dr. 12 Trees versucht, den Steinbruch zu kartografieren. Ach so, da hätten wir jetzt sehen können, was, wo, wie, wo wir sind. Ah ja, aha, also so 6. Ja, okay, keine Ahnung. Ob wir das überhaupt brauchen. Benutze Ärmel... Was tue ich denn da? Nimm einfach den Ärmel mit der Obsidianscheibe. Ja, das hört sich gut an. Ja. So. Jetzt haben wir blind gemacht und jetzt stecken wir die Obsidianscheibe in. Das geht nicht. Das geht nicht. Betreten oder so. Hütte. Die Tür zur Hütte ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. Ein alter Lagerschuppen. Ah ja. Ein Generator. Der modernste tragbare Generator. Die Benzinanzeige steht auf fast voll. Was tue ich denn da? Sollst du es aufmachen? Können wir den Ärmel reintränken? Reiß dich zusammen, Ripley. Mach dich nicht lächerlich. Oder einfach das Ding... Ach, da ist eine Reißleine. Der Draht muss mit der Stromleitung zu Dr. Twerftons Hütte in Berührung kommen. Ah, da ist ein Draht, ne?
Dafür bräuchte ich eine Drahtschere. Eine Drahtschere? Okay. Okay, wir haben den Generator angenommen. Ah. Buenos dias, Mateo. Buenos dias, Signor Ripley. Willkommen zurück in Lima. Hier liegt eine Nachricht für Sie. Oh, wahrscheinlich ist Feng Li mittlerweile verhaftet und vergewaltigt worden. Eine Kopie von Feng Lis Telegramm. War ja klar. Mr. Ripley, Sir? Nonstop Stuhlsitzer geht spazieren. Polizisten riegeln Tür ab. Haftbefehl für Sie ausgegeben. Ja, ganz toll. Was haben wir denn da noch, eine Uhr? Eine ungewöhnliche Uhr? Ob eine Geschichte dahinter steckt? Sieht aus wie ein Auge. Fragen wir den Mann mal. Ich möchte ein rein Päckchen... Ja. Ich bin immer noch von einigen Ihrer Gegenstände hier fasziniert. Diese Uhr, darf ich fragen, woher sie stammt? Die Uhr ist seit Jahren in meiner Familie. Mein Großvater ließ sie bei einem der besten Schweizer Uhrmacher anfertigen. Das eigentliche Gehäuse ging vor langer Zeit kaputt. Ich habe es durch eine Koralle ersetzt. War das Original auch so geformt? Sie, Senor. Mein Großvater sagte, die Leute starren immer auf die Uhr. Er wollte eine, die zurückstarrt. Ah. Danke, auf Wiedersehen. Vaya con Dios, Senor. Der Vogel sieht auch noch komisch aus. Papageientaucher. Ausgestopft, geschnitzt, gemalt, getöpfert. Eine tolle Sammlung. Wir haben doch auch hier so einen Papageientaucher. Ich bin immer noch von einigen Ihrer Gegenstände hier fasziniert. Hier mag jemand Papageientaucher. Mein Sohn, Senor Ripley. Vor seiner Krankheit fuhren wir oft an die See und beobachteten die putzigen Vögel. Jetzt liegt er im Bett, also bringe ich sie ihm. Unser Haus ist klein und überall sind Papageientaucher. Deshalb habe ich einige mitgebracht. Es tut mir leid, dass er krank ist. Was sagt der Arzt? Es liegt in Gottes Hand. Danke, auf Wiedersehen. Vaya con Dios, Señor. Ich will den Papageientaucher geben. Hier, nimm. Nimm schon. Das Treibholz erinnerte mich an einen Papageientaucher. Sie haben recht. Eine erstaunliche Ähnlichkeit. Das wäre doch etwas für Ihren Sohn. Und in das runde Loch würde Ihre Uhr passen. Es wäre möglich, ja. Können wir tauschen? Mit dem größten Vergnügen, Señor Ripley. Muchísimas gracias. Mein Sohn wird sich aber sehr freuen. So, jetzt aber die Scheibe rein. Aber das ist doch kein Tausch. Ich habe so viel gewonnen. Und Sie? Darf ich Ihnen nichts bezahlen? Keine Sorge. Diese herrliche Koralle ist mir Dank genug. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber seltsam, ey. Naja, vielleicht ist... Ich möchte ein Päckchen nach New York aufgeben. Können wir da was... Muy bien, Señor Ripley. Nee, nur den Smart, den behalten wir noch. Dann ich möchte einen Flug buchen. Zu der Frau, Sie, Señor. Und wohin soll die Reise gehen? Ich glaube, wir haben da noch einiges. Osterinsel. Zu machen. Ningún problema, Señor. Wann soll es losgehen? Jetzt. Jetzt. Sehr wohl. Gute Reise, Señor. Generator ist aus, da gucken wir doch glatt mal rein. Machen wir den einfach mal wieder an. Hm. Oh, jetzt haben wir die Teil... Ach, jetzt habe ich aus Versehen genommen, aber wir könnten Reißleine nehmen. Ja, das ist doch cool. Okay, jetzt hat sie wahrscheinlich keinen Strom mehr, aber das interessiert uns ja alles nicht. Was könnte man denn da machen hier? Ob wir das Ding da rein tun können? Das geht nicht. Gerade außer Reichweite. Ja, das
unklar, vielleicht um den Stein. Was tue ich denn da? Großes Loch. Das Loch ist viel größer als die anderen. Ich kann mit dem Stumpf reinwerfen. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Sieht aus wie so eine Hebelvorrichtung. Ah! Warte mal. Dann können wir bestimmt den Stein weg. Da hinten, eine Stange da. Vielleicht. Stange, eine ja. Kräftig wirkende Stange. Eine kräftig wirkende Stange. Wäre schon nützlicher, wenn sie einfach mitnehmen. Sie wird sich ruhig vermissen. Ich bringe sie auch wieder zurück. Genau, Ripley. Perfekt. So, jetzt wollen wir hebeln und den Wächter wieder sichtbar machen. Und dann wird uns die Frau zu Füßen liegen und wir können mit ihr machen, was wir wollen. Okay, dann benutzt das Ganze mal. Was tue ich denn da? So ist es benutzen. Stange. Nein, nicht Statue. Das ist Stange benutzen. So. Hebel, Hebel, Ripley. Auf. Ich bin gespannt, ob das rausgehen, ey. Oh mein Gott. Der wachende Gott kann wieder sehen. Ein Auge fehlt. Viele Menschen können mit einem Auge sehen. Es gibt nur einen wachenden Gott. Und er braucht beide Augen, um zu sehen. Das wird schwieriger, als ich dachte. Ich habe noch vor, ein bisschen weiter zu machen, aber wir speichern trotzdem mal. Vielleicht können wir das da... Gerade außer Reichweite. So, dann hier. Madame, ich habe, was Ihnen fehlt. Sie können den wachenden Gott wieder sehen lassen? Ja. Ja. Wir sind selbst eine Gottheit und nun knie nieder. Nein, nicht aufstehen. Oh Gott, das ist groß. Ist das alles? Nun ja. Das Auge ist unvollständig. Finden Sie das fehlende Teil. Dann kann der wachende Gott wieder sehen. Ich bin Abenteurer, kein Optiker. Was ist da mit dem Loch? Der Stumpf füllt das Loch aus. Wer denn hier? Verzeihen Sie, Madame. Sie schon wieder? Ich glaube, ich habe, was Ihnen fehlt. Ja, ja, jetzt kann der wachende Gott wieder sehen. Jawohl. Sie sind größer als vorher. Das machen Ihre Taten. Vielen Dank. Wie kommt ihr jetzt dahin? Legen Sie Ihre Hände auf den wachenden Gott. Ah, ein archaisches Ritual. Das sollte Dr. Twelve Trees sehen. Breiten Sie die Beine aus. Ja, ja, ein Ritual. Das ist einfach nur eine Leiter, damit die Frau das Auge da reinmachen kann. Das ist auch geil. Ich muss außer Form sein, Madame. Ihr Federgewicht macht sich leider langsam bemerkbar. Stützen Sie Ihre Hände an den Fels. Und die Beine spreizen. Da oben ist etwas. Ich habe es beim Hineinlegen des Auges gesehen. Was geht da ab, ey? Gleich fällt's noch um und alle sind tot und das Spiel ist beendet. Oh, die sieht ja älter aus. Älter aus, als ich dachte.
Die Gebeine des Großvaters meines Großvaters. Er ist nicht vor Angst weggelaufen. Die Kurzohren haben die Statue auf ihn hinabgestoßen. Ich werde seine Gebeine betten, wie es ihnen gebührt. Mhm. Und alle werden ihn ehren. Der wachende Gott sieht wieder. Und die Ehre meiner Familie ist wiederhergestellt. Sie sind wahrlich der aus meiner Vision. Mögen Sie finden, was Sie auf der Osterinsel suchen. Können Sie mir helfen? Ich suche nach Artefakten von der Osterinsel. Der Großvater meines Großvaters hütete ein großes Geheimnis. Ja? Und was? Ein großes Geheimnis, hä? Was hat sie wohl damit gemeint? Da macht sie sich langsam aus dem Staub mit ihrem Geheimnis. Wir können sie nicht aufhalten. Tja. Aber wir rennen einfach mal vorbei. Komm schon. Ist jetzt die Frau wieder da, nachdem wir dieses Ereignis ausgelöst haben? Ah ja. Welch Wunder. Nee, wir wollen mit der Frau reden. Dr. Twelve Trees. Sie haben nicht zufällig meine Stange gesehen? Welche Stange? Ich hatte sie in der Grubenecke aufgestellt. Bei Regen werfe ich eine Plane darüber, um arbeiten zu können. Ich halte die Augen auf. Der beobachtende Gott kann wieder sehen. Wir haben auch die Überreste des Ahnen der alten Frau gefunden. In einem Loch im Hügel, unter der Statue. Das ist ja wunderbar. Hat sie Ihnen was erzählt? Ja. Die alte Frau sagt, dass ihr Vorfahr ein bedeutendes Geheimnis kannte. Was für ein Geheimnis? Als sie das sagte, starrte sie in das Loch, in dem wir seine Knochen fanden. Zeigen Sie es mir. Mit Vergnügen. Wie haben Sie nur die Statue verrückt? Das sieht wie meine Stange aus. Wirklich? Der Körper des Beobachters lag da oben in einem Loch. Ich habe eine Idee. Stellen Sie sich an den Hügel und helfen Sie mir hoch. Warum bin ich nicht selbst drauf gekommen? Sehen Sie etwas, Doktor? Hier ist wirklich etwas. Jo, schmeiß es doch runter. Oh Gott! Entschuldigung. Was ist das? Stöcke, ein roter Stein, eine Jakobsmuschel, ein Seestern, ein Haifischzahn und ein Seepferdchen, alle mit Gras zusammengebunden. Und ein Horn aus Walfischknochen. Junge, das ist doch das, was wir abgezeichnet haben. Das Horn könnte Sie interessieren. Für mich ist es zu jung. Höchstens 400 oder 500 Jahre alt. Etwas wie die geschnürten Teile habe ich schon gesehen. Die Insulaner benutzten solche Anordnungen als Seekarten. Der rote Stein stammt aus dem Steinbruch, hat leider keine archäologische Bedeutung. Ah ja. Scheint eine Sackgasse zu sein. Ich muss wieder an meine Ausgrabung. Bleiben Sie noch lange auf der Osterinsel, Mr. Ripley? Ich bin mir nicht sicher, warum? Wenn ja, schicke ich lieber nach einem Koffer Ersatzkleidung. Ah, ein Feuerzeug hat sie verloren. Dr. Twelve Trees Feuerzeug. Sie hat es während unseres Sturzes verloren. Nehmen wir es einfach mal mit. So, was haben wir da jetzt gekriegt? Eine Seestock- und Muschelkarte. Das hört sich an, als könnten wir es zu Feng Li schicken. Und das ist ein Horn aus Walfischknochen. Hm. Vielleicht müssen wir das auch irgendwie verbinden. Das geht nicht. Okay. Nochmal angucken. Die Schnur hat ein Ende des Horns fest verstopft.
Okay, und nichts mit dem Teil? Das geht nicht. Okay, Seit wann ist denn da Wasser? Ups. In der geschützten Bucht ist die See ruhig. Kann man das mitnehmen? Reiß dich zusammen, Ripley. Ärmel trinken? Das geht nicht. Das Ding da reinwerfen? Das geht nicht. Die Lava-Reißleine? Oh, das scheint zu funktionieren. Hä? Okay, wir haben jetzt da Wasser drin. Jetzt habe ich ein Horn voller Wasser. Ich hatte doch da vorhin irgendwas mit dieser komischen Irgendwas war das doch in dieser Karte da. Wo ist denn die jetzt nochmal? Karte. Nachricht aus dem Grabmal. Ist die Karte jetzt weg oder was? Hallo. Ich glaube, wir können aber damit irgendwas wegspülen. Vielleicht nochmal auf dieser... auf dieser Seite da. Leben, natürlich. Oder? Und, wo war das denn hier, gell? Was ist das? War da Lehm? Ja, hier. Ein Flecken Lehmboden. Davon würde der Lehm wohl nass. Aber wem sollte das nutzen? Ja, wem soll das nutzen? Was wird als nächstes passieren? Unser Teil auf Ripleys Reise geht weiter im nächsten Part. Seid gespannt, ich bin's auch. Bis dann, euer Cyril.